zwar mache ich euch marokkanische Beignets. Ich komme mir vor, als wäre ich jetzt in Sweden, ja, in Marokko. Also probiert sie unbedingt aus. Hallo meine Lieben, heute bringe ich euch ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause. Und zwar mache ich euch marokkanische Beignets. Beignet ist die süße Variante von Zwünsch. Zwünsch kennt ihr ja, die marokkanischen Donuts, die sehr gerne zum Frühstück gegessen werden. Und Urlaubsfeeling deswegen, weil Beignet ein sehr beliebtes Strandsnack ist. Und deswegen zeige ich euch, wie ihr die 1:1 wie in Marokko auf dem Strand zu Hause selber herstellen könnt. Hier kommen jetzt die Zutaten. Für meinen Hefeteig benötige ich einmal Weizenmehl, Typ 550, ganz wichtig für Hefeteige, immer backstarkes Mehl verwenden. Außerdem habe ich hier weiche Butter, ein Ei, lauwarme Milch, etwas Salz, Zucker, für den Geschmack etwas Vanillezucker und frische Hefe. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr natürlich auch Trockenhefe nehmen und die genauen Mengenangaben von den ganzen Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox. Zuallererst gebe ich das Mehl in die Schüssel. Jetzt gebe ich einfach die frische Hefe in die Mulde, brösel die so ein bisschen rein. Fütter die ganze Hefe mit Zucker und der lauwarmen Milch. Ich lasse jetzt ein bisschen die Hefe aktivieren, lasse das jetzt für ca. 5 Minuten stehen und dann machen wir einfach mit den restlichen Zutaten weiter. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten alle in die Schüssel, bis auf die Butter, die kommt nämlich zum Schluss, und lasse das erstmal für gute 5 Minuten durchkneten. Die ersten 5 Minuten sind rum. Wie ihr sehen könnt, hat sich jetzt hier alles schön miteinander verbunden und der Teig löst sich auch wunderbar vom Schüsselrand. Jetzt gebe ich die Butter nach und nach hinzu und lasse den Teig für weitere 8 Minuten jetzt schön kräftig kneten. Der Teig ist wunderbar geworden, sehr schön weich und elastisch, genauso wie ich ihn haben will. Und jetzt forme ich eine kleine Kugel und gebe den wieder zurück in die Schüssel zum Ruhen, decke das Ganze zu und lasse ihn für ca. 40 bis zu einer Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Der Teig ist jetzt super aufgegangen, ich habe ihn jetzt ca. eine Stunde ruhen lassen. Jetzt bestäube ich meine Arbeitsfläche mit etwas Mehl. So, und nun knete ich nochmal den Teig etwas durch. Nun rolle ich meinen Teig ca. 2 cm dick aus und steche ihn anschließend mit diesem Ausstecher rund aus. Vor dem Auspacken geht es jetzt noch mal einmal ab zur nächsten Runde. Ich lasse die jetzt einmal zugedeckt für ca. 30 Minuten noch einmal vor sich hin ruhen. Zum Auspacken habe ich Rapsöl in einem Topf erhitzt und das maximal auch bis 170 Grad erhitzen. Und damit die Beignets jetzt ein leckeres, ein buttriges Aroma bekommen, habe ich da jetzt noch mal
ein Esslöffel Butterschmalz hinzugegeben und jetzt füge ich nochmal einen Esslöffel hinzu. Und dadurch bekommen die Beni noch so ein buttriges Aroma. Ich finde das mega. Also ich feiere das total. Ich mache das grundsätzlich immer, wenn ich Hefegebäck ausbacke, gebe ich da immer ein oder zwei Esslöffel Butterschmalz hinzu. Probiert's mal aus. Da fließt auch bei diesem Anblick sofort das Wasser im Mund zusammen. Also ich finde, die sind super gelungen. Ich zeige sie euch mal von innen. Schaut euch die mal an. Super soft. Super fluffig. Ich komme mir vor, als wäre ich jetzt in Sweden, ja. In Marokko. Also probiert sie unbedingt aus. Also wenn ihr euch ein bisschen Heimatfeeling nach Hause bringen wollt, dann probiert sie unbedingt aus. Sie schmecken wirklich super lecker. Das Rezept findet ihr in der Infobox verlinkt oder auf meinem Blog auf www.atlasküche.com. Ich freue mich auf ganz viele Fotos von euch auf Instagram. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!